Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Das Buchstabensuppenorakel von Leslie B. Strong. Es reicht! Mit einem lauten Knall fiel die Tür hinter mir ins Schloss. Definitiv, es reicht! Ich war stinksauer, verärgert, wütend, ich war alles nur nicht ruhig oder gelassen. Und ich brauchte Luft. Viel Luft. Das war vor ein paar Stunden. Seither hat sich mein Temperament etwas abgekühlt. Nur der Frust über die, nennen wir es mal, bescheidene Gesamtsituation ist geblieben. Mein Geduldsfaden ist zwar lang, aber nicht unendlich. Ich starre hinaus in den Regen, auf die Tropfen, die rhythmisch gegen die Fensterscheiben prasseln. Hinaus in das diffuse, nebelgraue Nichts, während meine Gedanken wieder und wieder die Ereignisse durchlaufen. Eine unermüdliche Schleife des Irrsinns, der mich an diesen Punkt geführt hat. Wie konnten die ernsthaft glauben, dass ich... Magst du etwas essen? Was? Überrascht blicke ich auf. Die Kellnerin lächelt mich an. Ach ja, ich sitze seit ein paar Stunden in dieser Gastwirtschaft mit nicht mehr als einem doppelten Espresso. Nicht unbedingt eine gute Kundschaft. Trotzdem, ich habe keine Lust auf Essen und schüttle den Kopf. Es ist spät. Die Küche macht bald dicht. Du siehst aus, als würde dir ein Teller Suppe guttun. Instinktiv frage ich mich, wie ich wohl aussehe, um diese Einschätzung hervorzurufen. Als gleich darauf mein Magen unüberhörbar knurrt, was ich nun zum ersten Mal bewusst wahrnehme, halte ich kurz mit halboffenem Mund inne. Ein Nein käme mir leicht über die Lippen, aber ein Ja wäre wohl sinnvoller, und so nicke ich ein wenig verkrampft. »Kommt sofort«, erwidert die Kellnerin und verschwindet leichtfüßig in Richtung Küche. »Na wunderbar. Suppe.« Auf der anderen Seite, Magenknurren ändert nichts an der Gesamtsituation. Allein dieses Wort bringt mich auf die Palme. Ehe ich wieder in meine Gedankenschleife zurückfallen kann, wird ein Teller dampfende Suppe vor mir auf den Tisch abgestellt. Doch damit nicht genug. Die gut gelaunte Kellnerin setzt sich samt einem zweiten Teller auf die andere Seite des Tisches. Ich habe gleich Feierabend und es ist sonst niemand mehr da. In Gesellschaft schmeckt's immer besser. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Wie könnte ich? Ich wurde ja nicht gefragt. Aber was soll's? Vermutlich hat sie recht. Ein wenig Ablenkung wird mir guttun. Noch während ich zum Löffel greife, erläutert mir ihre fröhliche Stimme, was mir soeben kredenzt wurde. Buchstabensuppe. Das habe ich mittlerweile auch erkannt. Du siehst aus, als wäre dir heute etwas über die Leber gelaufen. Etwas? Alles. Ich rühre mit dem Löffel in der dampfenden Suppe, koste und stelle fest, wie zu erwarten war, brennheiß. Also weiterrühren. Zu heiß? Wortlos nicke ich und wahre damit die Höflichkeit bei Tisch. Bis die Suppe etwas auskühlt, kannst du mir gerne erzählen, was los ist. Vielleicht kann ich dir helfen. Niemand kann mir helfen, antworte ich wie aus der Pistole geschossen. Hatte ich heute nicht schon genug Ärger? Mir ist nicht nach Offenbarungsgesprächen. Ich weiß, steht auch eindeutig da, aber du irrst dich. Okay, diese Antwort lässt mich innehalten. Wo steht, dass mir niemand helfen kann? Hier. Mein Gegenüber zeigt mit ihrem Finger auf einige Buchstaben, die sich am Rand des Tellers angesammelt haben. Verwirrung spiegelt sich in meinem Blick, dessen bin ich mir sicher, ohne es selbst zu sehen. Normalerweise lese ich ja aus Kaffeesatz, aber Buchstabensuppe ist genauso gut geeignet. Auch das noch, sie macht auf Hellseherin. Orakelkundige. Hat sie etwa meine Gedanken gelesen oder erraten? Du hast gerade eine Menge Ärger am Hals. Das zu erkennen, braucht es keine hellseherischen Fähigkeiten. Ich stand bereits unter Dampf, als ich hier eingetroffen bin. Vermutlich dampfe ich zu diesem Zeitpunkt mehr, als die Suppe vor mir es gerade noch tut. Da gibt es etliche, die nicht zu schätzen wissen, was du leistest. Bestätigend nicke ich kurz und warum auch immer, ich seufze. Jetzt liefere ich auch noch Hinweise für diese Scharade.
Im Grunde sollte ich aufstehen und gehen, aber ich bleibe und weiß selbst nicht so genau warum. Vielleicht, weil endlich mal jemand ausspricht, was mich frustriert, oder weil ihr sanftes Lächeln genau das ist, was ich im Moment brauche. Aber nicht alle sind so. Es gibt auch einige, auf die du zählen kannst und die dich unterstützen. Stimmt, ein paar waren da, auf die ich mich verlassen konnte, ohne die ich längst schon alles aufgegeben hätte. Und da sind auch noch einige, mit denen du nie gerechnet hättest. Überrascht starr ich auf die Frau auf der anderen Tischseite, deren Finger auf eine weitere Buchstabenkombination am Tellerrand deuten. Tatsächlich hatte ich unerwartete Hilfe bekommen. Woher weiß sie das? Viele schätzen dich mehr, als sie sagen und als dir bewusst ist. Ach ja? Erwidere ich ungläubig. Oh ja, bestätigt sie lächelnd. Die Buchstaben lügen nicht. Auch wenn es nicht gerade danach aussieht, aber es ist nicht alles eine Katastrophe. Einiges läuft auch gut. Skeptisch lege ich meinen Kopf schief. Vielleicht sogar mehr, als du denkst. Ich murre leicht. Glaub mir, die Buchstaben lügen nicht. Morgen früh sieht die Sache ganz anders aus. In ihrer Stimme schwingt so viel Optimismus mit, so viel Zuversicht, das wirkt ansteckend. Es fällt mir mittlerweile schwer, meine miese Laune aufrechtzuerhalten. Wo steht, dass es besser wird? Hake ich grummelnd ein. Hier! Ehe ich mich versehen kann, fischt ihr Löffel ein Häufchen Buchstaben aus meinem Teller. Da steht es eindeutig. Morgen ist ein neuer Tag mit neuen Chancen und Möglichkeiten. Lass die Arbeit für heute ruhen, genieße deinen Abend und tu denen Gutes, die für dich da sind. Das alles steht in den paar Buchstaben auf dem Löffel? Sie nickt mit einem breiten Grinsen. Bevor ich ihre Aussage allerdings überprüfen kann im Sinne von nachlesen, verschwindet der Löffel samt Buchstaben in ihrem Mund. Kopfschüttelnd ergebe ich mich der Schamattacke des wohl schrägsten Orakels, das mir je begegnet ist, und lasse mich endgültig von ihrer guten Laune infizieren. Stand auch da, was ich Gutes tun soll? Eine Minute lang ist es still. Für den Anfang wäre eine Umarmung passend. Den Rest lese ich dir später vor. Noch ein Teller Suppe? Schnaufe ich kapitulierend vor so viel stimmungsaufhellender Hartnäckigkeit. Nicht zwangsläufig, es gibt auch Kekse in Buchstabenform. Humor ist ein Geschenk der Götter oder des Himmels. Eine Gabe des Schicksals. Ein Segen und beinahe Allheilmittel. Auf jeden Fall geht mit Humor vieles leichter. Ich wage sogar die These aufzustellen, dass Humor ebenso wie Dankbarkeit eine wichtige Voraussetzung bildet, um glücklich zu sein. Denn wer das Leben zu ernst nimmt, verliert den Spaß daran. Wer den Spaß am Leben verliert, kann nicht mehr über sich selbst lachen. Wie kann jemand glücklich sein, der nicht lachen kann? Das Buchstabensuppenorakel von Leslie B. Strong. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.